Willkommen zurück bei The Perils of Man. Wir starten genauso wie in der letzten Folge. Wir sind jetzt mal weitergekommen. Wir haben im Keller eine Höhle gefunden. Aber Hey. Wir kommen nicht an die Kohleschütte dran. Hat die Uhr im Arbeitszimmer je funktioniert? Nie. Aber manchmal haben sich die Zeiger bewegt. Auch wenn sie nicht aufgezogen war. Warum sind extra Ziffern auf der Standuhr? Oh, Mami, wein doch nicht. Ich hoffte... Du würdest mal mit Vater arbeiten. Sachen erfinden. Wenn jemand das rauskriegt, dann du. Ich dachte immer, die dienen der Wissenschaft. Okay. Hat Großvater diese opiumhafte Standuhr gebaut? Nein, die ist noch älter. Die ist von dem Erbauer des Dioramas. Wie hieß der gleich? Thomas. Okay. Mami, komm schnell. Mami, komm schnell. Ich habe Fibonacci an der Uhr probiert. Der Bücherschrank ging auf und der Geheimgang. Wunderbar, Anna. Ich bin stolz auf dich. Jetzt weiß ich, woher es so kalt weht. Es ist zu kalt. Bestimmt führt der Geheimgang nirgendwo hin. Komm doch mit. Natürlich. Das sind die Geister. Die Frau hat echt ein Rad am Laufen. Vielleicht ist Vater da unten. Forsch du mal, Schatz. Ich erwarte morgen deinen ausführlichen Bericht. Ein ganz neuer Raum zu erforschen. Los, komm. Die wird sich da nicht vom Fleck rühren, vergiss es. Die lebt in ihrer ganz eigenen Welt. Sie lässt mich an meinem Geburtstag keine brennenden Kerzen aufblasen. Ja, ja. Macht mich wahnsinnig. Aha. Keiner richtet das außer mir. Eine defekte Glühbirne. Ja, dann wollen wir doch mal, ne? Passt perfekt. Ah! Ich erinnere mich dunkel, dass Vater damit spielte, bevor er wegging. Hängt es etwa mit... Wegen der Tragweite meiner Entdeckung muss diese absolut geheim bleiben. Sollten dir dabei Zweifel kommen, wird Darwin dir assistieren. Glückwunsch! Du hast das Rätsel um Peppers Geist gelöst. Ich heiße Thomas Eberling und ich habe diesen Automaten gebaut, um deinen Verstand und deine Zielstrebigkeit zu prüfen. Doch dies ist nur der erste Test. Meine jahrelangen privaten Forschungen führten zu einer folgenschweren Entdeckung. Ich habe eine Macht erschlossen, die von ungeheurem Nutzen für die Menschheit werden könnte, die aber auch das Potenzial für nie dagewesene Zerstörung in sich birgt. Nachdem ich Zeuge dieser Zerstörung an meinem eigenen Sohn Edgar wurde, entschied ich, dass die Menschheit noch nicht reif für diese Macht war. Darum habe ich ein sicheres Labor gebaut, um mein Werk im Geheimen fortzusetzen. Doch so gefährlich diese Macht vielleicht ist, ich konnte nicht guten Gewissens ihre Vorzüge der Menschheit vorenthalten. Ich sah mich genötigt, Vorkehrungen für meinen eventuellen Weggang zu treffen. Die Sicherheitszone erreicht man nur aus meinem Arbeitszimmer. Um hineinzukommen, muss man besondere Stunden des Tages zählen, angefangen mit der Stunde 0. Und der Code für diese Stunden steht in diesem Buch. Merk dir dieses Buch und den Ausgangspunkt, die Stunde 0. Eine Warnung. Du stehst im Begriff, eine gefährliche Reise zu unternehmen. Bis du vollkommen verstehst, was ich entdeckt habe, muss dies absolut geheim bleiben. Sollten dich dabei Zweifel überkommen, wird Darwin dir assistieren. Darwin, hä? Huh? Okay. Ja, das hätten wir wahrscheinlich lesen sollen, bevor wir uns an die Uhr gemacht haben. Ja gut, es gibt Schlimmeres. Aber das ist das grüne Buch. Jetzt sind wir immerhin ein bisschen weiter als vorher. Gucken wir nochmal, ob wir die Mama vielleicht dann doch noch zu einer Reaktion ermutigen können. Ja? Eher nicht. Wirklich gar nicht?
Nö, also wir können doch nicht mal mehr mit ihr reden. Das Kapitel Mami ist abgeschlossen. Dann will ich aber jetzt gerade mal gucken, ob wir das Buch eventuell dann tatsächlich finden. Aber da sagt ja auch, Darwin wird uns assistieren. Wer zur Hölle ist... Also, abgesehen von dem Forscher Darwin, der mit der Evolutionstheorie und so... ja. Fibonacci-Uhrzeit. 0 und 1, so schlägt die Stunde. Schickt die Uhr auf ihre Runde. Zähl der Vergangenheit das Jetzt hinzu, daraus ergibt sich die Zukunft im Nu. Und addierst du die beiden letzten aufs Neue, hast du die nächste Zahl der Reihe. Jep, jep. Moment. Gucken ja, wir mal. So wird's gehen. Ja, aus mir wäre mal ein großer Erfinder geworden. Deswegen liebe ich Rätselspiele. Ich war mir am Anfang ja nicht so sicher über das Potenzial dieses Spiels, aber jetzt in Folge 3 muss ich sagen, oh, es überzeugt mich mehr und mehr. Na komm. Es hat funktioniert. Ich höre, wie überall Lichter angehen. Da unten muss es noch weitere Räume geben. Ich habe ein bisschen Angst, da durchzugehen. Das kann ich verstehen, hätte ich auch. Okay. Oh, wow. Erstmal gucken wir uns hier um. Fluchttunnel. Archive. Thomas Vermerk, 1863. 27. Januar 1863. An kalten Tagen wie heute denke ich an den tragischen Tag auf dem Gletscher. Und meine liebe Elsie. Und doch bin ich heiter, denn endlich verstehe ich, dass die seltsame Kraft aus dem bayerischen Kristall weit mehr ist als der schlichte Magnetismus, wie ich dachte. Wenn sich die neuesten Beobachtungen bestätigen, kann ich nur folgern, dass ich mit einem Phänomen zu tun habe, das nie zuvor dokumentiert wurde. Falls dies zutrifft, dann war Elsies Tod nicht umsonst. Das ist von Thomas Eberling. Aber wer ist Elsie? Wahrscheinlich der Vogel. Nur alte Rechnungen und Garantien. Dies ist wohl eine Lüftung. Dies... Oh! Moment mal. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Was? Meilenweit keine Seele. Wenn wir sterben, findet monatelang keiner unsere Leichen. Mutter sagt, hier wimmelt's von Wölfen. Wollen wir besser nicht rausfinden. Ah, Durchgang zum Labor, da ist hier unterm Brunnen. So natürlich, dass ihn keiner sieht. Wie auch sonst. Labortisch. Wir waren hier ja noch nicht fertig. Schlägel, Zange, Schmelztiegel, Bunsenbrenner. Alles klar. Was haben wir hier? Die Chemikalien sind frisch. Jemand war mitten in einem Experiment. Hoffentlich war das Vater. Sonst ist das doppelt gruselig. Yep. Scheinbar tödliche Chemikalien. Hier drüben kann ich nichts anwählen. Das ist ein schönes altes Buch. Für ein Laborbuch scheint das zu groß. Und alle Seiten sind weiß, aber es gibt ein Lesezeichen. Das könnte die Handschrift von Vater auf dem Cover sein. Bedrohungen der Menschheit. Wieder das Wort Bedrohung. Wieso nicht einfach Gefahr? Bin ziemlich sicher, Vater hat uns nicht verlassen, um einen Roman zu schreiben. Sicher steckt mehr dahinter. Ja, dann mach mal auf hier. Okay. Unsichtbare Tinte vielleicht? Maschinen aus dem Dampfzeitalter. Ein Ofen? War das schon immer unter meinem Haus? Kann nicht mal raten, wozu das gut war. Wohin zieht der ganze Rauch? Vielleicht machen diese Dämpfe Mutter verrückt. Möglich. Was haben wir hier denn? Ah, Moment mal.
Wir haben ja immer noch die Fiole. Die Frage ist jetzt, was tun wir damit? Das Glas erinnert mich an Sonnenbrillen. Oder Schweißerbrillen. Das hilft mir auch nicht, es zu verstehen. Okay. Da, okay. Ein kompaktes Tiegel. Viele Gerätschaften sind verstaubt. Aber die Zange hier nicht. Klar doch, genau das Richtige für einen Schmelztiegel. Aber was soll ich darin schmelzen? Das anscheinend nicht. Okay. Okay. Aus. Für den Moment ist es aus, weil wir brauchen das Richtige zum Schmelzen. Was bist denn du? Ein Präparat unter einer Glasglocke. Für die Ewigkeit. Für immer gefangen. Ja, sehr ermutigend. Mhm. Nur alte Rechnungen und Garantien. Dies ist wohl eine Lüftung. Nicht nur. Gucken wir uns die gemeißelten Symbole nochmal an. Da sind wir immer noch nicht weiter. Ich habe das Gefühl, die sehe ich nicht zum letzten Mal. Nein, das ist das griechische Alphabet. Aber da können wir nichts machen. Da können wir absolut nichts machen. Aber ich muss jetzt gerade mal die Soundeffekte ein bisschen runterstellen. Das ist alles doch etwas sehr, sehr laut. So. Lamm, Sie haben Rußspuren. Sie müssen vor kurzem erhitzt worden sein. Okay. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich wollte eigentlich hier die Chemikalie. Das braucht man nicht in einem Tiegel zu schmelzen. Das macht keinen Sinn. Okay. Das hilft mir auch nicht, es zu verstehen. Werfen wir es in den Ofen. Das hilft mir auch nicht, es zu verstehen. Von Schwungrad, Archive, Buch. Halt, Moment. Bedrohungen der Menschheit. Warum ein Buch mit leeren Seiten? Gut, ich kann hier auch gar nichts anklicken. Gehe zur Werkstatt. Was? Oh! Da geht's noch was. Ja, ich Genie. Was haben wir denn hier? Nein, aber. Hey! Noch ein Vermerk. Das sieht aus wie der Vogel auf dem. 9. Mai 1874. Auf der Basis der Proben meines Vaters schloss ich, dass die Onyx- und Amethystkristalle für das Risiko-Okular am effektivsten sind. Allerdings sind die Topaz-Kristalle einmalig in ihrer Fähigkeit, Licht unendlich zu binden. Ich muss noch eruieren, was diese Speicherungen auslöst. Ich bring's nicht über mich, den Original-Topaz zu zerstören. Aber ich habe ihn in einen Bleikasten getan und aus dem Labor gebracht. In schwachen Augenblicken gefährdet allein seine Nähe meinen gesunden Menschenverstand. Okay. Das wird langsam echt ein wenig creepy, ne? Darwin! Okay. Ein Holzschwänzchen. Ein Metall, das rechte Bein, ein Elektronenröhrchen, gefüllt mit zerstoßenem Kristall. Eine große Feder. Ausgeleiert. Okay, Schlüsselloch. Wofür denn das Schlüsselloch? Warum kann ich die andere Feder nicht nehmen? Schraubzwinger? Auf ewig zugerostet. Auf ewig zugerostet.
Was haben wir hier noch? Thomas beim Brand? Thomas meinte, er habe was entdeckt mit dem Potenzial für nie dagewesene Zerstörung. Ob es dies ist? Ja, nicht. Kausalitätsazimut. Hä? Ja, der Schlag eines Schmetterlingsflügels und so weiter. Cool. Ein Schachroboter. Sieht aus wie ein unvollendetes Spiel. Gut. Da können wir jetzt auch gerade nichts machen. Diese müsste ins Herz des Vogels passen. Irgendeine Art hübscher kleiner Kristall. Er ist sorgfältig geschliffen und poliert. Okay. Versuchen wir erstmal den Vogel so weit wir können wieder zusammenzusetzen. Haben wir hier noch irgendwas vermerkt? Da ist noch einer. 3. März 1875. Ein Durchbruch. Vater hat sein Leben dem bayerischen Onyx, dem Amethyst und Topaz geweiht. Doch ich habe deren wahres Potenzial mit den Tantalit-Kristallen entdeckt. Die von mir entfesselte Macht wird den Blick der Menschen auf die Welt verändern. Wenn nicht die Welt selbst. Fantastisch! Garantiert zeigt sie uns einen Weg auf, der eines Tages jedes Unglück und Gefahr beenden wird. Und doch kann ich eine schreckliche Ahnung nicht abschütteln. Denn ich weiß, mit dieser neuen Macht kommt eine böse Gier nach... Eine böse Gier nach was denn? Ich werde es nie erfahren. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, du wirst es eher erfahren, als du denkst. Gut, haben wir hier unten noch irgendwas? Dann mal wieder an den Arbeitstisch hier. Aber wir haben hier immer noch das Schlüsselloch und ich habe so langsam eine Idee, wo das hingehören könnte. Wir können nämlich den Rest im Moment nicht einsetzen, oder? Unlogisch. Wie war das? Gib mir einen Hebel, der groß genug ist und ich hebel dir die Welt aus den Angeln, ne? Und bekämen wir wahrscheinlich auch die Schraubzwinge auf. Aber gut. Wir haben jetzt erstmal eine ausgeleierte Sprungfeder. Kann man die irgendwie reparieren? Wobei, wenn es Materialermüdung ist. Vielleicht so. Auch nicht. Vielleicht so? Ich werde eine Weile brauchen, um diese Feder wieder benutzen zu können. Aber ein bisschen harte Arbeit macht mir nichts aus. Okay, geschafft. Ehrlich? Okay, geschafft, aber sie ist immer noch ausgeleiert und kaputt. Muss ich das jetzt verstehen? Ein Schlägel. Das erste Präzisionsgerät der Forschung. Probieren wir es anders? Auch nicht. Auch nicht. Alles, was ich brauche, ist außer Reichweite. Wir haben einen Bunsenbrenner, einen Tiegel, eine Zange. Irgendwas verrät mir, dass ich was brennen oder schmelzen werde. Ja, das könnte durchaus sein. Die Frage ist nur, was? Gerade da... Scheinbar tödliche Chemikalien. Steigt mein Hirn gerade voll aus. Keine gute Idee. Keine gute Idee, okay. Nur alte Rechnungen und Garantien. Fluchttunnel. Ich stehe gerade voll auf der Leitung. Genau hier kann ich dem Glasfiolengeheimnis auf den Grund gehen. Das ist schön. Moment, ich habe da eine Idee. Vielleicht müssen wir es einfach mit dem Brenner kombinieren. Keine Ahnung. Müssen wir da einen Schritt weiterkommen? An.
Das hilft mir auch nicht, es zu verstehen. Ich muss nicht die Zange erwärmen, sondern etwas schmelzen, was mit der Zange gehalten werden kann. Ja, wie wär's denn? Nein, sorry. Okay. Zu riskant. Alles klar. Rechtes und linkes Bein? Nein. Vogelschwanz, Zange. Unmöglich. Warum denn? Irgendwas ist drin. Ich erkenne es nur nicht. Okay, aus. Auf dem Grund des Tiegels ist das Zeichen für Gold. Ein toller Keramik. Ich bin so begeistert, dass ich eine eigene Laborausrüstung habe. Gold, ja? Ein kleiner Schlägel. Schauen wir uns alles nochmal an. Sie haben Rußspuren. Sie müssen vor kurzem... Scheinen pulverisierte Kristalle in einem Vakuum zu sein. Fibonacci-Uhrzeit. Null oh, und nee. Irgendwas ist drin. Ich erkenne es nur nicht. Mein Ur-Ur-Urgroßvater. Etwas an diesem Gemälde ist merkwürdig. Violett gemusterter Mantel. Blau gestreifter Vogel. Grünes Buch mit Spirale. Rote Rose. Seltsame Details. Hau mal einfach mal mit dem Hammer drauf. Wäre auch zu einfach gewesen. Ich sehe aber, ich muss die Folge eh langsam beenden. Deshalb sage ich mal bis zum nächsten Mal und werde hier noch ein bisschen rumexperimentieren, bevor ich euch hier wieder teilhaben lasse. Nicht, dass ich hier ewig suche. Also dann, ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Eine Warnung. Du stehst im Begriff, eine gefährliche Reise zu unternehmen. Ich möchte wirklich mal wissen, warum du überall eine Sonnenbrille trägst, nur da nicht, wo du sie am dringendsten brauchst. Eberling. Ein Name, der verschwindet. Ich glaube, ich habe da etwas Interessantes gefunden. Das hier findest du noch viel interessanter. Du hast mein Schicksal verändert. Hat dir das Spaß gemacht, mein Kind? Ich hoffe doch sehr. Aber das war nur ein Vorgeschmack. Ich heiße Thomas Eberling und ich habe diesen Automaten gebaut, um deinen Verstand und deine Zielstrebigkeit zu prüfen. Psst, jetzt nicht. Sie wollen sich meinem Befehl widersetzen. Nein, Sir. Wir halten nur direkt Kurs in eine Sturmbö, Sir. Siehst du, Anna? Nichts ist wie vorher. Was machst du da? Ich zeige dir, wie man das Schicksal meistert.